Hallo, ich bin's mal wieder, Sven Globetrotter, wie mich viele kennen. Ich habe ja im vorigen Frühjahr den Kammweg gemacht, bin jetzt am Schneiden, bin bei Tag 7. Die anderen Videos sind schon raus, könnt ihr euch mal angucken. Ziemlich tolle Bilder dabei. Ein paar Sachen haben mich aufgeregt auf der Wanderung, aber das werdet ihr im Video sehen. Ja, und wen es interessiert, bleibt einfach dran. Und ich kann nur mal wieder sagen, willkommen in meiner Welt. Tag 7 meiner Reise, Etappe 8. Ich hoffe, ihr seid bis hier nicht gelangweilt und folgt mir weiterhin, denn ich muss jetzt los. Tschüss. Tja, ich bin auf dem oberen Rundweg am Bernstein. Ich muss den Kammweg wiederfinden. Mein Problem ist, ich habe ihn gestern schon weiter unten verlassen. Ich weiß also gar nicht, wo er hier oben ist. Und bin dann der Straße folgend, das war doof, hätte ich nicht machen müssen. Aber ich wusste nicht, dass der genau hier oben lang geht. Also irgendwo hier. Ja, jetzt bin ich hier oben. Und weiß nicht genau, wo er ist. Hier drüben habe ich aber schon gesehen, ist die Talsperre. Ich laufe jetzt erstmal in die Richtung, weil auf der Karte habe ich gesehen, der Weg geht irgendwo oberhalb der Talsperre lang. Also muss ich ja irgendwann drauf stoßen. Ha? Okay, ich zeige euch mal ein bisschen, wie es hier oben aussieht. Warte mal, ich drehe. Zack. Single Trail. Also ein Auto würde hier nicht durchpassen. Da wird es jetzt ein bisschen dichter und ich hoffe, irgendwo kommt dann, also meine Vermutung war richtig, 50 Meter weiter, sieht es dann so aus, dass man auf den Kammweg zurückkommt. Der führt also wirklich genau hier lang. Man muss nur einmal links abbiegen und dann kommt man zum Hotel. Was habe ich bezahlt? 78 Euro, nicht billig, aber es ist wirklich kaum was zu finden. Und das Problem ist, wenn du runter musst in den Ort, dann musst du auch wieder hoch. Also das ist eine Sache, das würde man vielleicht mal in Kauf nehmen, aber du findest kaum was. So, und jetzt habe ich hier für euch noch einen tollen Ausblick. Es geht nämlich mal Richtung Talsperre. Genau so, das ist das, was ich nicht gebrauchen kann. Bergauf würde es noch gehen, aber bergab, ohne räumliche Seen, die Stufen mit losen Steinen. Ganz schön zerfurcht, ein Stück weiter oben noch schlimmer. Bloß da musste ich meine Stöcke nehmen, da war nämlich an der Seite noch kein neu entstandener Weg. Wenn es hier mal regnet, Prost Mahlzeit.
Ich stieg hier nicht lang müssen. Weder mit dem Auto noch zu Fuß. Und wenn das richtig steht, ist bestimmt doch am Rand das festgelatschte Morastig. Ich habe so ein so super Glück. Bin jetzt 7 Tage unterwegs. Und an allen 7 Tagen bis jetzt Bombenwetter. Immer ein bisschen bedeckt. Also auch nicht zu heiß. Ups, jetzt wird es hier wieder schlimmer. Auch nicht zu heiß. Ja. Eine schöne Wanderwoche. Ich hoffe, die zweite bleibt auch so. Diese schlechte Strecke ist übrigens kurz vor der Talsperre. Also gibt da noch einen anderen Weg runter. Vielleicht, wenn ihr bei Regen unterwegs seid, solltet ihr eher den anderen Weg nehmen. Ihr kommt ja dann hier irgendwann auf den Kammweg wieder zurück. Kleiner Tipp. Talsperre Freundschaft. Hier hat sich unsere Freie Deutsche Jugend ein echtes Denkmal gesetzt. Also ich meine nicht das hier, sondern ich meine die Talsperre. Steht ja denn nun schon ein paar Tage. Tja, jetzt latsche ich hier gerade über die Talsperre. Hier oben sind mehrere Rastplätze ganz gut. Ich denke, wenn hier ein bisschen mehr los ist, wird es problematisch mit einer Hütte. Hier sind jetzt 3, das wird hoffentlich reichen. Was ich gerade eben gesehen habe, ist, dass die Talsperre wohl Öffnungszeiten richtig hat. Was ich richtig mitgekriegt habe, die Ena hat es vorgelesen, von 9 bis 15 Uhr, weiß ich aber nicht genau, kickt man einfach im Internet, findet ihr auf jeden Fall. Gut. Ich schwimme hier mal noch kurz runter. Zack. So sieht es dann von der Seite da unten aus. Ich weiß nur nicht, wo das Wasser hinfließt. Doch, da oben rauscht irgendwas. Ne, jetzt sind die Bäume. Keine Ahnung, das scheint da unten wirklich über dieses schmale Rinnsal rauszulaufen. Ohne auf der anderen Seite ist irgendwas. Aber ich denke eher hier. Ich weiß es aber nicht. Mal da läuft es hin. Und ich denke drüben runter. Wäre aber ein bisschen wenig, wenn es mal wirklich knackig wird hier oben. Wenn es interessiert, guckt im Internet. Ich bin an der Stelle raus. Okay, tschüss. Hier hat man ganze Arbeit geleistet. Alter Schwede. Junge, Junge, Junge. Okay. Völlig zerfurcht. Jetzt im Trocknen noch in Ordnung. Aber wenn es nass ist, dann ist das hier eine einzige Pampe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und du kannst nicht mal in der Mitte laufen. Okay, du könntest jetzt hier noch durch den Wald latschen. Aber dafür, dass das ein ausgewiesener Wanderweg ist und der nicht nur im Landkreis eben ums Dorf geht, sondern über mehrere Kilometer, mehrere hundert, ist das schon doof. Die Leute, die den Weg angelegt haben, können mit Sicherheit nicht dafür, aber die, die hier rumfahren, die könnten sich doch ein bisschen vorsehen. Also ich weiß nicht, ob es dafür nicht auch eine Regelung gibt oder ob das wirklich einfach so ist, dass die hier durch den Wald fahren und alles kaputt fahren. Aber richtig, hier besteht keine Chance, irgendwas irgendwo anders lang zu sehen. Und wenn ihr euch mal hier umkickt, wartet mal, ich zeige euch das nochmal, dann ist hier wirklich nicht mal mehr möglich, in der Mitte zu laufen oder so. Das ist dann alles Schlamm und Moller. Man sieht ja an der Struktur der Erdbrocken, dass das alles voll durchsifft war mit Wasser. Ja, ärgerlich. Und hier fällt mir jetzt nicht mal was ein. Ich hatte euch ja beim letzten Stück
einen Tipp geben. Hier müsst ihr dann wirklich ein Stückchen weit laufen. Wobei es auch ein bisschen kompliziert ist, weil alles, was sie so runtergeschnitten haben, was sie nicht wollten, haben sie dann hier einfach an den Rand geschmissen, anstatt es auf ihren Haufen zu machen. Da haben sie es so ein bisschen geordnet. Vielleicht bin ich jetzt hier auch zu deutsch, aber wenn ich auf dem Weg wäre, der nicht ausgeschildert ist, wenn ich irgendwo durch den Wald latschen würde auf Natur, dann würde ich sagen, okay, jetzt wird es hier wieder ein bisschen besser. Aber für so ein ausgewiesen Ding ist das hier was. Guckt mal hier. Könnt ihr euch vorstellen, wie das aussieht, wenn das nass ist. Aber für so einen ausgewiesenen Weg ist das einfach doof. So kann man sich keine Touristen ziehen. Jedenfalls nicht im Wanderbereich. wenn die hier nicht durchkommen, wenn es mal regnet. Kann ja nicht sein, dass man nur weil es regnet, eine Woche warten muss, bis ich da mal wieder rauf kann auf diesem Weg. Jetzt ist es hier in der Mitte gerade wieder besser. Ich melde mich mal nochmal wieder, ob es hoffentlich so bleibt. Ja, und hier sieht man das ganz deutlich, was ich meinte. Das hier in der Mitte säuft natürlich hoch ab. Weil hier ist jetzt, hier sieht man, wie die Erde gerissen ist. Also hier war es einfach wirklich auch so, dass es nicht abgelaufen ist. Das Wasser kann ja auch nicht weg. Das steht dann hier praktisch in der Mitte, weil das ja wirklich richtig hoch ist, rechts und links. Also das hier ist eine Wanderhölle, wenn es regnet. Gut. Ich bedanke mich bei wem auch immer, dass ich hier lang komme bei Sonnenschein. Ne? ich merke, ich bin hier gerade auf den Rand getreten. Das ist noch wirklich nicht wirklich hart. Also hier, ihr seht das auch. Hier ist noch feucht. So, wenn es hart ist, dann ist es ja so, dass es nicht mehr bewegt. Oh, hier ist eine schöne Stelle. Gut. Ich mache jetzt mal hier die Kamera aus. Ich muss hier erstmal irgendwie drüber stolpern. Aber guckt euch das an, der Weg, der ist hier viel, viel tiefer als der andere, der so rüber geht. Voll durchfurcht. Da lang. Eine Messe. Die haben den ganzen Waldweg zerrammelt. Ein Gutes hat diese Schlammwüste. Man sieht hier schön, wo ein Wildwechsel ist. Guckt mal hier. Die Spuren. Und dann weiß ich nicht, aber sieht man, die werden wahrscheinlich darüber rennen. Diesen Weg. Oder da geht noch halt, wartet mal, ich sehe die Spuren hier gerade. Die Spuren gehen hier oben lang. Ja, die gehen noch weiter. Die sind hier so quer durch. Guckt mal, hier sind ein paar Spuren. Da oben drauf sind Spuren. Und wo verlaufen die sich? Hier sind sie weg, das heißt, die sind irgendwie. Hier scheinen sie, hier ist einer ein bisschen seitlichen Abdruck zur Pfütze. Keine Ahnung, vielleicht daraus getrunken, kann ich mir nicht vorstellen. Aber kann sein, ja, und dann sieht's so aus, da drüben ist eine Spur. Dann sieht es so aus, als wenn sie da im Wald verschwunden sind. Na seht ihr, hier ist ein richtig schöner Weg entstanden. Hier würde das Wasser sogar ein bisschen abfließen. Tja, Fakt ist, dass so ein Wanderweg, so wie hier, ja, auf einer Fläche läuft, die eigentlich genau für sowas gedacht ist, um hier Sachen in den Wald hineinzubringen oder rauszuholen. In dem Fall hier sind es Bäume. Ups, mit schwerem Gerät. Aber das ist einfach scheiße. Es ist klar, dass der Wanderer
hier die Nummer 2 ist. Aber letztendlich dient der Wald auch zur Erholung. Und hier ist nichts mit Erholung. Also zumindest nicht bei Regen. Jetzt, okay. Aber bei Regen und auf dem Stück ja auch, aber davor, wo ich war, pff, da war es einfach wirklich eine glatte Katastrophe. Also da kannst du nicht laufen. Und das Schlimme ist, dass im Wald dann auch noch alles einfach hingefeuert haben und nicht auf einen Haufen gemacht hat. Du bist da in einem ziemlichen Auf und Ab. Man kommt da durch mit Sicherheit. Bin schon durch schlimmeres Gelände mit Fahrrad durch. Aber es macht keinen Spaß. Mit Erholung hat das nichts zu tun. Eher mit Abenteuer. Und wenn ich mir überlege, ihr habt da einige Schilder gesehen, Kammweg ohne Gepäck. Omi und Opi sagen sich jetzt, ich weiß, ich bin auch nicht mehr der Jüngste, aber Omi und Opi sagen sich jetzt, Mann, lass uns mal diesen Weg machen, wir lassen uns das Gepäck fahren. Die brechen hier wahrscheinlich vor Gelächter aus, was das für ein Wanderweg sein soll. Gut, ich habe mir jetzt genug ausgekotzt über diesen Weg. Habe mir meine Gedanken drüber gemacht, dass vom Weg, wie gesagt, eher für Wirtschaft angelegt wurde. Aber da müssen die Wanderwege woanders lang gehen. Oder man muss hier ein bisschen vorsichtiger mit dem Waldweg umgehen. Ich weiß es nicht wie. Ich weiß nicht mal, ob es dafür vielleicht sogar Regelungen gibt. Falls einer was weiß, bin ich für jede Information dankbar. Gut, ich mache jetzt mal hier Schluss. Ich gehe nämlich wieder ein kleines Stück hoch. Und ich bin schon ein bisschen außer Atem gerät. Ich melde mich wieder. Bis dann. Tschüss. Hier, auch nicht besonders schön so ein Weg, was dann eigentlich nicht mehr viel mit Wald zu tun hat. Aber auf so einen Strecken, wo die wissen, dass sie wirklich mit schwerem Gerät unterwegs sind, ist das wahrscheinlich das Sinnvollste, dass die nicht alles zerfurchen. Für Radfahrer gut, die kommen ja auch gut durch. Der Radfahrer freut sich mit Sicherheit über so einen Weg, einigermaßen gut läuft, besser als ein Sandweg durch den Wald. Für den Wanderer ist es ein bisschen unschöner, sag ich mal, weil der Boden ziemlich hart ist zum Laufen. Guck mal hier, da freut sich das Wanderherz. Außerdem könnte man hier gleich Wasser holen. Ich gebe mal auf meiner Kommodseite ein, dass hier eine Wasserstelle ist. Das mache ich nämlich. Ich habe dort Rastplätze angegeben und Wasserstellen, weil ich gemerkt habe, auf meiner Karte stimmt einiges nicht. Gut, ich bin weg. Bis dann. Tschüss. So, und jetzt muss ich die Macher vom Kammweg mal ein bisschen in Schutz nehmen. Da hätte mir ein Hähnchen gemeckert, aber dafür können die ja nicht wirklich was. Was Fakt ist, andere Wege, die ich jetzt bis jetzt so entdeckt habe, die führen ganz, ganz oft über größere Wege. Also so wie der eben, wo ich eben war, den sie befestigt haben. Den Kammweg lassen die schon oftmals einfach über kleinere Wege laufen. Oftmals beschwerlicher, weil es wirklich steil hoch geht, im Zickzack. Aber natürlich wesentlich schöner. Und von daher, also ich habe den Kammweg jetzt die letzten Tage echt genossen. Und jeder Tag hatte irgendwelche Highlights drin. Und jeder Tag war abwechslungsreich. Also jetzt haben sie gut gemacht. Sie sind über Wiese und Felder durch den Wald. Single Trails, auch mal ein großer Weg, ganz klar, lässt sich nicht vermeiden.
durch tolle Wälder an interessanten Punkten vorbei. Ich habe irgendwo gelesen, da hat sich eine Frau beschwert, dass es runterging und wieder hoch und wieder runter und wieder hoch irgendwie ins Tal. Natürlich, da sind Sehenswürdigkeiten. Es geht ja hier nicht nur um Ausblick, sondern auch um ein bisschen was, also mir zumindest, um auch ein bisschen was über die Gegend zu erfahren, wie das hier mal war, wie es hier aussieht, wie die Leute sind. Ja, das gehört für mich alles dazu. Also einfach hier stupide rumlaufen kannst du, aber dann musst du nicht so einem Weg folgen. Dann nimmst du den Rucksack und gehst in den Wald. Und dann würde ich wahrscheinlich rüber hin auf die tschechische Seite, weil dort ist der Wald noch ein bisschen urwüchsiger als bei uns. Ich weiß nicht, wie gleich hier der Grenze ist. Aber auf jeden Fall ist da nicht so bebaut wie auf unserer Seite. Und ich denke mal, was ich aber nicht weiß, dass die da nicht so viel Holz rausschleppen wie bei uns. Aber das wiederum weiß ich nicht. Das sind nur so gefühltes Wissen. Wenn ich mich daran zurückerinnere, wenn ich durch tschechischen Wäldern unterwegs war mit dem Fahrrad, na, sah da nicht so zerholzt aus wie bei uns. Aber das ist gefühlt. Da werde ich mich bei zukünftigen Wanderungen mal mehr darauf konzentrieren, beim Fahrradfahren konzentrierst du dich auf ganz andere Sachen. Jetzt habe ich mich hier wieder schön verquatscht. Ich mache weiter und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Guckt mal. Hier wurde der Baum verletzt. Und hier läuft Harz raus. Das sieht jetzt erstmal ziemlich eklig aus, aber es ist fest. Sorry, ich habe gerade die Kamera ein bisschen verwackelt. Das ist fest, das kann man abmachen. Innen drin ist es ein bisschen weicher, das Stück hier. Guckt mal. Machst du hier eine kleine Kugel von? Wunderbarer Zunder. Ja. Wenn du hier so ein Feuer machen willst, wenn hier keine Birke ist, so wie es hier jetzt gerade wäre in dem Wald, wenn du nichts weit damit hast, kannst du dir sowas suchen. Ja. Oder, jetzt stehen meine Pfoten. Oder, was noch ziemlich gut geht, ist aber eher wie ein Sechser im Lotto, Kienspan zu finden. Ihr habt von hier gesehen, hier war einer unterwegs und hat ein paar Baumstumpen auseinandergenommen und geguckt, ob er da, wie soll ich es erklären, Holz. Das ist richtig dunkles Holz, wenn die abgesägt waren, dann pumpen die da noch einen Haufen Energie rein, um die Wunde zu schließen. Und dann hast du in dieser Wurzel unheimlich viel Harz. Und die Stücken, wenn du die nimmst, dann hast du den besten Zunder, den es eigentlich gibt. Das Holz, was nicht mehr einfach so ausgeht. Da muss schon irgendwas passieren. Also der Windstoß reicht nicht. Und es glimmt nicht einfach runter, weil es noch zu nass ist. Es ist echt eine Messe. Also so natürliche Sachen findest du hier im Wald ganz viele, um dir ein Feuer zu machen. Am einfachsten finde ich jedenfalls ist Birkenrinde. Aber hier ist nicht eine einzige Birke und das schon gefühlt seit heute Morgen. Ich habe nicht wirklich drauf geachtet, aber bis jetzt ist das hier alles Tannenwald. Das wird hier wirklich alles übelst bewirtschaftet, habt ihr ja an den Wegen gesehen. Okay, ich bin wieder weg. Kleine Feuerkundlerstunde zwischendurch. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Guckt mal hier runter. Schon ziemlicher Aufstieg gewesen. Und ups, das Coole ist, gleich hier oben ist eine Rast. Also eine Schutzhütte, wo man, wenn man ordentlich schlechtes Wetter ist oder man nachts nicht weiterkommt, sogar noch pennen könnte.
Schön, finde ich gut, dass man sowas immer mal wieder irgendwo aufstellt. Hier sieht man es mal wieder richtig schön. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass der Kammweg, dass die sich schon Wege rausgesucht haben, die nicht so befahren sind. Du siehst hier, hier läuft ein Wanderweg. Ja, der läuft hier unten weiter auf der Straße. Dann hast du hier einen Wanderweg. Da siehst du, dass doch ab und zu Autos vorbei unterwegs sind. Und dann hast du hier ihn. Das war mit früher mit Sicherheit auch mal, oder ist immer noch. Wenn die anfangen, die Bäume rauszuholen, dann werden sie hier langfahren. Aber der ist schon ewig nicht benutzt. Du hast hier wirklich nur eine Spur von Wanderern. Also die suchen schon, oder haben schon für ihren Kammweg ein paar Sachen rausgesucht, die nicht so, wo nicht Radfahrer, Autos und alles unterwegs sind, wo der Wanderer wirklich unter sich ist. Aber ich sehe hier gerade, einige Bäume haben Markierungen. Nun weiß ich nicht, was die bedeuten. Aber ich denke mal, die kommen raus. Aber das ist nicht im großen Stil. Vielleicht hat ja jemand Ahnung von diesen Markierungen. Ich weiß, dass verschiedene Farben und dann noch irgendwelche Buchstaben immer heißen, der kommt weg und der kommt weg. Und hier soll so eine Rüttelgasse durchgehen. Aber das hier sieht mir eher so aus, als wenn die wirklich rausgenommen werden, nur weil mal einzelne irgendwo sind, die auch schon ein bisschen größer sind, dass die anderen vielleicht ein bisschen Luft haben, um größer zu werden. Denke ich, weiß ich nicht. Ich bin kein Forstmensch. Da haben bestimmt andere mehr Ahnung. Ja, wie gesagt, wenn einer Ahnung hat, immer her damit. Ich bin für jedes Wissen, für jeden Tag, den ich nicht umsonst aufgestanden bin, empfänglich. Ja, das war eigentlich nur das, was ich wollte. Ich wollte euch zeigen, dass in der Kammweg wirklich das versucht wird, auf Wegen unterwegs zu sein, wo eben so eine Katastrophen wie vorhin da nicht vorhanden sind. Wo du einfach nicht vorwärts kommst bei Regen, wärst du da sinnlos verloren. Gut, jetzt bin ich schon wieder auf das Thema eingegangen, aber das lässt mich in Ruhe. Ich bin weg, bis dann. Tschüss. Ah, hier steht übrigens eine Birke. Hier könnte man Birkenrinde mitnehmen. Und guckt mal, hier ist was abgestorben. Bitte das nehmen, niemals einen Baum häuten. Ich habe schon Sachen gesehen, unglaublich. Da hat der halbe Baum gefehlt. Hier hängt ein Ast runter. Da könnte man sich mit Sicherheit was abziehen. Perfekt. Das könnte man so gut benutzen als Feuerholz. Weil das ist nicht am Boden, das hängt hier. Und sieht auch schon sehr, sehr trocken aus. Also wenn ich mir ein Feuerchen machen würde, dann wäre das einer meiner Favoriten hier heute. Gut, ich bin dann jetzt wirklich weg. Bis dann, tschüss. Und zwar hatte ich mich ja von oben auf dem Berg, übrigens bei knapp 900 Metern ist der, jetzt geht es wieder runter, deswegen bin ich so langsam, hatte ich mich ja gewundert, dass der Name Tosca ein Vorname ist, weil ich den nur als Parfüm oder irgendwas kenne. Und dann ist mir jetzt gerade eben wieder der Spruch eingefallen, dieser Werbeslogan, den die dazu hatten. Mit Tosca kam die Zärtlichkeit. Und jetzt macht der ist überall. Leute, die so in meinem Alter sind, werden es vielleicht noch kennen. Jetzt macht dieser Spruch auch endlich mal einen Sinn. Ich dachte mal, wenn mit diesem Parfüm, wenn das einer dran hat, dann verliebt man sich. Nee, Tosca ist ein Name. Und als Tosca kam, natürlich auf das Parfüm bezogen, kam die Zärtlichkeit. Jetzt ist mir das klar. Siehst du, 1000 Jahre dort ist bestimmt 20 Jahre her, wenn nicht noch länger.
Diese Werbung? Ja, irre. Also, jetzt weiß ich endlich, wer Tosca ist. Tosca ist ein Name und Tosca, die Zärtlichkeit, kommt, wie bei Tosca kommt und nicht wie ein Parfüm. Alles klar, ich amüsiere mich mal noch ein bisschen. Bis dann. Tschüss. Das hört sich gut an. Ich höre schon seit Stunden einen Zug pfeifen. Und jetzt gerade eben hat er wieder gepfiffen. War aber dichter dran. Also so wie es aussieht, kriege ich vielleicht noch eine schicke Dampflok zu sehen. Wahrscheinlich in Oberwiesenthal. Denn das ist heute mein Ziel. Ich wollte eigentlich weiterwandern, wegen der 2 Etappen, die ich noch einholen muss, aber musste feststellen, dass mir 2-3 Sachen zu Ende gehen. Und da hier nicht überall was zu kriegen ist, habe ich mich dazu entschlossen, morgen in Oberwiesenthal einkaufen zu gehen. Als ich mich so entschlossen habe und dachte, coole Idee, dachte ich mir, in Tschechien, wie in vielen Ländern, Polen ist es auch so, hat man auch sonntags offen. Ja, und dann habe ich geguckt, ob gegenüber von Oberwiesenthal noch ein tschechisches Städtchen ist, ist auch. Und somit werde ich morgen runterfahren. Mein Hotel ist heute auf dem Fichtelberg. Trifft sich da oben, dürfte der Fichtelberg sein. Ich kann ihn also jetzt auch schon sehen. Ich sehe natürlich auf der Kamera. Ich versuche es mal zu zeigen. Wartet, da oben ist gerade der Fichtelberg. Ja, dann werde ich morgen runterfahren. Mit der Seilbahn, cool, kann ich auch mal selber fahren. Und dann Einkauf nehmen, wieder hochfahren und weiter wandern. Und dann gucken, ob ich morgen noch eine halbe Etappe gut machen kann. Weil nämlich die nicht so lang sind, aber die werden ziemlich anstrengend. Ich komme jetzt runter. Ich hoffe, ihr versteht mich. Der Wind, der ist ziemlich stark. Ja, ich muss noch 2 Etappen üben machen, wie gesagt, und denke, dass ich hoffentlich morgen noch eine halbe üben machen kann. Muss mal gucken, dass ich morgen ein bisschen früh aufstehe. Normalerweise starte ich um 9. Dass ich vielleicht die selber macht das um 9. Also kann wie immer erst um 9 starten. Was alles für Faktoren so dazu mit drin spielen, wenn du nicht einfach draußen irgendwo pennst, um was du dich alles kümmern musst. Hotels, alles sowas. Draußen schlafen ist echt einfacher. So, und jetzt bin ich aber mal wieder weg. Mit Blick auf den Fichteberg. Und einem Gehstockgruß. Bis zum nächsten Mal weg. Warum ist uns eigentlich nicht bewusst, dass jeder Augenblick der letzte Augenblick sein kann? Und wenn uns das bewusst sein sollte, warum verdrängen wir es? Warum nutzen wir nicht jede Minute, um glücklich zu sein, sondern verschwenden Energie, um andere Menschen in Rahmen zu zwängen, die wir gerne hätten, um uns selbst voranzubringen? Warum tun wir das? Am Ende steht, dass jeder von uns sterben muss. Und wenn man sich überlegt, dass man nach 3 Generationen eigentlich schon nicht mehr da ist im Bewusstsein der Menschen, dann frage ich mich, warum wir uns so wichtig nehmen und warum wir nicht einfach jeden Augenblick auf dieser Welt genießen. Fragt euch, was ich meine, ganz einfach, nach 3 Generationen spricht kein Mensch mehr über euch. Wie ich darauf komme,
versucht mal, euch daran zu erinnern, wie eure Urgroßmutter hieß mit dem Mädchennamen. Ups, den kennt ihr nicht mal. Dann war es wohl nicht so wichtig. Wo haben sich eure Eltern kennengelernt? Wo haben sie sich das erste Mal geküsst? Das wisst ihr nicht. Dann war es wohl nicht so wichtig. Tja, so ist das Leben. Nach 3 Generationen sind wir nicht mehr da. Also nehmt euch nicht zu wichtig. Seid einfach da, genießt jeden Augenblick und versucht mit euch und anderen Frieden zu halten und einfach nur den Augenblick zu genießen. Ich wünsche euch eine tolle Wanderung, eine schöne Radfahrt oder einfach nur den Genuss, den Wald zu erkunden. Guckt mal, was hier steht. Wassertretbecken. Das, was ich als kleinen Brunnen oder irgendwas bezeichnet habe, ist nichts weiter als ein kleines Wasserbecken. Gut, das war schön plätschern für mich. Andere Leute, für andere ist es vielleicht beruhigender, da sich die Füße auszuruhen. Hier oberhalb geht die Bahn lang. Die hat euch ja erzählt. Ich höre die ganze Zeit schon einen Zug pfeifen. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, ich kann den Zug noch sehen, dass der noch fährt, weil es ist schon wieder um 5. Und die Zeit jetzt finde ich eigentlich am coolsten. Wenn die Sonne so langsam verschwindet und so durch die Bäume geht, so ist der Wald am schönsten. Wartet mal, ich drehe mich mal. Vielleicht könnt ihr das irgendwie sehen, wie die Sonne hier so durchscheint. Ich drehe mal nochmal. Ah, es ist zu viel. Da jetzt. So ist es am schönsten. Überall so ein bisschen Sonne durchkommt. Cool. Dann siehst du fast jeden einzelnen Baum, weil immer irgendwo Licht durchkommt. Ich bin wieder weg. Bis dann. Tschüss. Ja, hoch ist viel einfacher für mich. Viel, viel einfacher. Hier fühle ich mich richtig wohl. Macht mir auch Spaß. Wenn ich dann sehe, wo ich hintrete. Runter. Pff, Katastrophe. Gut. Wird wieder anstrengend. Es geht hoch. Ich glaube, der Zug kommt gleich. Ich habe ihn schon wieder gehört. Ich hoffe, wir kriegen noch 2-3 Aufnahmen. Bis dann. Tschö. Ein Loch mitten im Wald und ein paar Bäume drumherum, die, na, was wird der hier haben, 60 Jahre bestimmt, ja, also die Löcher hier sind wohl schon uralt. Die Frage ist, was wurde hier abgebaut? Man muss sich echt mal ein bisschen mehr damit beschäftigen hier. Ich werde mich mal zu Hause hinsetzen und mir die ganze Region hier mal ein bisschen angucken. Ein paar Sachen habe ich ja schon gelernt auf meiner Wanderschaft. Und wieder andere werde ich mir einfach noch annehmen. Und wenn ihr mal da drüben guckt, dann seht ihr, warum hier Lebensgefahr ist. Das rutscht da immer noch ab. Das ist jetzt deutlich zu sehen. Das ist noch in Bewegung. Ja. Reisen bildet. Das war dann gleich die Auflösung. Brauche ich zu Hause nicht mehr gucken, ha? Also, 1748 bis 50, diese Grube, Archiv, Berg, Freiwirt, Segenszeche gesprochen war, existiert der Bau von Eisenerz, war jedoch nicht belegt. Aha, alles klar. Gut, ich bin weg, bis dann. Tschüss. Wer kann helfen? Habe ich noch nie gesehen, so was. Hab eine Vermutung, dass hier ein Specht drin rumgemacht hat, weil er irgendwelche Käfer hier rausholen wollte. Aber es ist nur eine Vermutung. Hat jemand eine Ahnung, was das ist? Informiert mich mal. Reisen bildet schließlich. So weit bis zum Fichteberg kann es nicht mehr sein. Ich denke noch
viereinhalb Kilometer. Hier kommen jetzt immer mehr befestigte Wege, die ich immer kurz benutze und dann wieder im Wald verschwinde. Also man gibt sich auch hier noch Mühe, sich nicht über so einen Wege zu lotsen. Aber was für mich viel mehr ein Indiz ist, dass ich gleich da bin, ist, dass hier immer wieder Mountainbiker runtergescheppert kommen. Ich denke, die Ziel wird es gewesen sein, den Fichteberg zu erklimmen. Und jetzt fahren sie hier im Volldampf runter. Mal wie hier mit Geschwindigkeit. Und dann mal wieder über einen Weg, der ein bisschen schlechter ist. Immer noch Dampf hat, aber auch ein, zwei Kurven und ein, zwei Hulper. Denke ich, weiß ich nicht. Ich würde das so machen. Gut. Ich sehe zu, dass ich hochkomme auf dem Fichtelberg. Bis dann. Tschö. Da irgendwo ist unten. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Auf der Kamera. Ist immer ein bisschen schwierig. Und da, das sieht man aber ja in Süd. Oben sieht man immer, weil es dann da Licht wird. Also da hinten, wo es hell ist, bin ich wahrscheinlich, hoffentlich, auf dem Fichtelberg. Mal sehen. Ich hoffe, dass ich nicht nochmal runter muss, weil da vorne nochmal irgendwie ein kleiner Hügel ist oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls kämpfe ich mich jetzt hier schon eine Weile ab und denke, wenn ich da oben bin, dann werde ich für heute auch genug haben. Gott sei Dank ist mein Hotel oben. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, ich will mit der Bahn runterfahren, mit der Seilbahn, um mir was zu essen zu besorgen und so. Gut, ich bin wieder weg. Bis dann. Tschö. Großes Fragezeichen. Eigentlich geht der Kammweg nach links weg. Ha? Steht nochmal eine Schutzhütte. Und dann geht's hier rum. Und zwar kommt da nochmal ein Aussichtspunkt. Kreuzbrückfelsen, genau. Die Umleitung zeigt geradeaus. Die Umleitung ist auf einem viel hässlicheren Weg als der normale Weg. Aber es ist jetzt schon 6:30 und ich habe noch 5 Kilometer bergauf. Deswegen entscheide ich mich gegen das, was ich sonst immer tue. Ich gehe mal gucken, was da los ist. Aber die Zeit rennt mir weg und deswegen entscheide ich mich für den etwas kürzeren Weg, der wahrscheinlich auch nicht so beschwerlich ist, um noch pünktlich im Hotel anzukommen, um was zu essen zu kriegen. Tja, ich habe das Gebäude oben auf dem Fichtelberg schon gesehen, bevor die Straße einen Knick gemacht hat, aber das hat die Kamera nicht eingefangen. Ich denke, da unten, wo es ein bisschen heller ist, ich schaffe es mir jetzt auch wieder kommen, was zu zeigen, wo es ein bisschen heller ist, jetzt kommt sie, da kann ich die Spitze schon zeigen. Was ich jetzt nicht gedacht hätte, die geht echt nochmal runter, um dann wahrscheinlich richtig in den Berg rein zu gehen. Aber wenn ich mir das hier ankicke, wird das eine ziemlich steile Nummer, denke ich. Da oben liegt noch Schnee. Die wahrscheinlich mit Schneekanonen irgendwas gemacht haben. Und jetzt denke ich, kann man wieder nicht sehen. Doch, jetzt kommt der Berg so ein bisschen zum Vorschein da hinten. Man sieht es ja nicht. Okay, ich versuche es weiter unten nochmal. Also wenn mich nicht alle täuscht, liegt da hinten noch Schnee. Wird wahrscheinlich von der Piste sein. Also mit Sicherheit Kunstschnee, aber es kommt hier richtig kalt runter, der Wind. Wesentlich kälter als sonst. Ja, ja, da liegt überall noch Schnee. Gut, ich muss jetzt hier noch hoch auf den Berg. 1,4 Kilometer. Und dann habe ich es hoffentlich.
Wenn es da Schnee ist, komme ich gleich nochmal auf euch zu. Tja, es ist tatsächlich Schnee. Ha. Gut, ich muss hier hoch. Da liegen auch noch ein paar Flecken. Ah, die Kamera schafft es nicht. Jetzt. So ein paar Flecken sind noch. Ich tappel hier hoch. 1,4 Kilometer. Muss jetzt echt einen Finger ziehen, weil bis 8 Uhr muss ich im Hotel sein. Hm. Bis denn. Tschö. So, das erste Teilstück habe ich. Ich bin jetzt ziemlich weit oben. Ich hoffe, das ist hier die Todespiste und nicht die Anfängerrodelpiste, weil ich bin echt im Arsch. Aber das ist der schnellste Weg hier hoch, deswegen habe ich den jetzt hier gewählt. Ich zeige euch das mal, wie es hier aussieht. Wartet mal, ich drehe mal um. Und guckt mal darüber, wartet mal. Wenn ihr die Piste hier verfolgt, dann seht ihr drüben eine Straße, die da hochgeht. Und ein Stück weiter links, ich weiß nicht, ob man das noch sehen kann, hinter den Wäldern, da ist noch mal ein Berg. Ich weiß nicht, ob es die Kamera schafft. Und von dem Berg bin ich halt losgetappelt. Also man kann locker von hier oben 20 Kilometer, dann noch mal, also ich denke 50, na 60 Kilometer kannst du bestimmt kicken. Gut, ich muss los, mein Zimmer wartet auf mich. Ich hoffe, die sind noch da. Bis dann, tschö. Letztes Stück. Von hier kommen bestimmt selten Leute hoch. Hier ist nämlich schön eine Seilbahn. Aber die fährt bloß bis 5 Uhr. Also bis 17 Uhr. Ja, jetzt muss ich da hinten noch runter, ein Stück. Mein Hotel ist wieder. Ist nicht wieder, sondern ist auf der anderen Seite. Okay. Ich bin mal wieder weg. Jetzt bin ich echt definitiv am höchsten Berg, am höchsten Punkt meiner Tour angekommen. Wahnsinn. Ich bin total im Arsch. Ich bin hier eben die Piste hoch. schwitze wie ein Schwein. Aber ich sollte das noch bis 8 zu meinem Hotel schaffen. Sind jetzt irgendwie noch 500 Meter, 600. Und ich habe noch 20 Minuten Zeit. Also ich denke, das wird was. Ich wünsche euch erstmal was und dann bis denn. Lieber Gast, damit ist Sven gemeint. Jetzt ist es 5 vor 8, drei Viertel war ich hier. Bin hier erstmal immer rumgerannt, hab gesucht, nichts gefunden. Aber der Schlüssel steckt ja, altes Hüt, aber es ist eben kein Mensch hier. Und ich dachte, ich krieg mal irgendwas zu essen. Einen Kühlschrank habe ich auch. Da unten steht auch Cola, das ist gut. Dann krieg ich noch meinen Zuckerschub. Und dann habe ich jetzt hier natürlich was Essbares gesucht. Weil ich habe mir zum Glück noch ein Brötchen aufgehoben von heute Morgen vom Frühstück, was ich mitgenommen hatte. So, und jetzt habe ich dieses eine Brötchen und damit komme ich jetzt aber natürlich nicht vorwärts und nicht hinten rückwärts, klar. Deswegen habe ich jetzt hier ein bisschen gestöbert und habe auch im Frühstücksraum noch Müsli von Trockenfrüchte, Kakaopulver, mehr Ei zusammengerührt, ein bisschen Wasser drin und durch den Kakao, denke ich, hatte doch ein bisschen Geschmack, das Ganze. Ja, Milchpulver wäre jetzt noch geil, aber das nicht, es ist nicht. Ich lasse das jetzt mal hier noch ein bisschen ziehen. 10 Minuten und dann wird das schon irgendeinen Geschmack haben. Im schlimmsten Fall habe ich noch die Trockenfrüchte. Kann ich noch ein paar von essen. Gut, ich mache mich mal klar. Und ja, melde mich dann morgen wieder, weil für heute ist Schluss. Okay, bis dann. Jetzt wartet. Verabschiede ich natürlich noch ordentlich. Bis dann. Tschüss. Unglaublich, ich bin da nochmal da. Da habe ich mich im Schön auf eine Cola gefreut. Ordentlich Zucker zum Verbrennen. Der Körper schreit schon wieder, ich bin was zum Verbrennen. Und was steht hier? 50% weniger Zucker. Na, dann muss ich wohl zu viel trinken. Ich bin weg. Tschüss.
Tja, und das war's schon wieder. Ha? Das Video ist durch. Ich habe noch eine Bitte, wie nach jedem Video. Ich unterstütze ja seit Jahren viele tolle Projekte. Viele Jahre mit dem Fahrrad unterwegs, jetzt seit 2 Jahren mit dem Rucksack. Und ich versuche immer Projekte zu unterstützen. Und deswegen wäre es echt cool, wenn ihr ein Abo hier lasst. Damit kann ich nämlich wieder anderen Leuten helfen. Ich kann dann zeigen, guckt mal hier, das bin ich. Ich mache viele Sachen. Ha? Unterstützt uns bitte. Wir haben wieder ein tolles Projekt am Start. Denn nur das tollste Projekt ist was wert, wenn man drüber spricht. Ich danke euch recht herzlich. Wenn ihr irgendwelche Sachen habt, anzumerken, ich bin für alles offen. Schickt es einfach unten in die Kommentare. Ich antworte auf jeden Fall und das auch ausführlich. Okay, bis dann. Tschüss.